Leute, what's up? Moonbunny, ja. Herzlich willkommen zurück zu Fuchsboon Leveled Classic. Zusammen mit Iberfuchs, hallo. Hallo. Neue Woche. Jetzt wollte ich gerade dieses Meme bringen, aber das geht nicht. Sag mal, essen die hier Orangen zu dem Fleisch? Ist doch geil. Orange zu Wildschwein? Ja. What the fuck? Du musst ja auch teilweise deinen Fisch in Orangenschalen mit auslegen oder deine Ente mit Orange essen. Oh, der Chefkoch, hä? Weiß Bescheid, hä? Ja. Hast du hier eine Quest? Kannst du mal annehmen? Nee, kann ich nicht annehmen. Ah, erst mit 44. Muss ich dran denken dann. Wie viel fehlt dir denn noch? Erfahrungsleiste. 2 Balken. Ah ja, okay. Das ist ja bald. Los Balkos, Brudos. Ich mache jetzt mal Gifte drauf und dann reiten wir los. Mhm. Da hinten ist ein Bot-Muni, glaube ich. Könnte sein, ja. Sugi, der kämpft mit dem Stab gegen die Hyäne. Sugi. Wir könnten die Piratenhüte halt einfach weiter farmen. Ja, wenn du willst. Noch so, weißt du, zum Wachwerden, so ein bisschen Piraten klatschen. Wie zum Wachwerden? Halt zum Wachwerden halt so. Okay. Ja, hallo, liebe Zuschauer. Willkommen. Es ist Montag. Es ist Montag. Es ist Montag, ja. 96. Meine Freundin ist weg und freut sich in der Südsee. Ja, am Strand von Daenerys. Ja, da vorne liegt sie. Ja, ja. Na, Fuxi, was läuft? Hart chille, also naja, eigentlich nicht. Hart arbeiten. Okay. Und bei dir? Alles. Alles läuft gerade, alles. Das ist gut. Wir können über viele Sachen reden. Ja, bitte. Über was soll man da anfangen, Muni? Oder mit was soll man anfangen? Ich weiß gar nicht, was. Ich glaube, wir fangen erstmal mit dem relevanten Zeug an für Classic hier, fürs Let's Play. Okay. Und zwar, Guys, check this. Ich habe wieder Charakterpflege betrieben. Hm. Ach so, ja, ich habe noch was für dich, Fuxi. Ja, bitte. Warte, hier sind noch die unsichtbaren Nerds. Warte. Nee, kommen wir noch vorne, oder? Lass uns mal hier so hinstehen. Okay. Und zwar habe ich hier, guck mal, die kann ich dir mal geben. Sick, oder? Dankeschön. Nice. Genau. Burning Crusade, haben wir da schon drüber gesprochen, ja oder nein? Oder ein bisschen? Ja, so ein bisschen. Also du hast gesagt, was so ungefähr so abgeht, aber du wolltest erst drüber reden, wenn es wirklich spruchreif ist. Ah ja, genau. Und jetzt, also ich habe nachgefragt und der Chris hat gesagt, es ist spruchreif. Also ich darf drüber reden, so viel ich möchte. Okay. Wir bleiben, oder beziehungsweise ich bleibe auf dem Server, Razor-Fan für Burning Crusade. Was? Weil das sind ja auch schon alle meine 60er, ne? Seit nach BWL, vor AQ bin ich hierher getranst mit allen Chars. Und der Chris, der Knopfwurf, den kennt ihr vielleicht, der castet manchmal das MDI oder AWC für Blizzard und so, mit Kimu zusammen und Metashi und so. Und der Chris und sein Bruder haben eine Gilde aufgemacht auf Razorfan-Allianz-Seite. Was mir natürlich sehr gelegen kommt, weil ich brauche mich keinen Scheiß bewegen mit meinen Chars und ich muss mir keine Gilde suchen für Burning Crusade, weil die ist zu mir gekommen sozusagen. Und da bin ich jetzt drin, die heißt Triumph or Agony. Und der Chris hat gesagt, je mehr Leute jetzt am Anfang reinkommen, desto besser. Dass wir einfach dann einen großen Pool an Menschen haben, wo wir Raid-Gruppen bauen können und einfach gucken können, was wir dann machen zu Burning Crusade. Also wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr gerne hier auf dem Server, wenn ihr einen Char habt, da reingehen. Oder noch was leveln bis Burning Crusade oder so. Der Chris würde sich sicherlich freuen. Ja. Und ich mache aber nochmal ein extra Ankündigungsvideo, sobald Chris sein Ankündigungsvideo gemacht hat. Also sobald es wirklich ganz, ganz offiziell ist und ich alle Details weiß, was in seinem Kopf so vorgeht, dann kann ich natürlich auch ein gutes Video dazu machen. Mit allen Plänen, auch von meiner Seite und so. Genau, aber das war jetzt die Kurzversion davon. Und da sind wir jetzt in der Gilde. Du bist auch drin mit dem Char, gell? Genau, richtig. Ich habe jetzt mir den Char, also ich bin mit dem Char reingegangen und mit einem Level 1 Char. So. Okay. Ich habe schon den coolen Wappenrock an.
Ich weiß nicht, was ist. Ist irgend so ein Phönix oder ein Vogel oder so? Auf gelbem Hintergrund. Na, machen wir. Bin jetzt zwei Stunden Wappenrücken, muss ich sagen. Macht er. Also ich finde auch beim. Weißt du, Schlitzschleicher mit der Wappenrock, das passt nicht zusammen. Tut mir leid. Doch, ich represent meine Gilde, indem ich für sie morde und schlitze und schleiche. Okay. Okay. Ja, genau. Und im Zuge des Burning Crusade Hypes habe ich auch wieder ein bisschen meinen Mage gelevelt, noch meinen Jäger gelevelt. Und ich habe hier beim Schurken tatsächlich einen Ort gefunden, wo ich Schloss knacken kann, ohne Mobs zu töten. Das heißt, ich bekomme keinen großen EP-Vorsprung. Und vor Fuxi, da muss ich immer so ein bisschen Rücksicht nehmen, dass ich da nicht davon level, wenn ich irgendwas Schlösser knacken mache oder so. Und da bin ich jetzt aber up to date. Ich bin auf 211 von 220. Ja, das ist nice. Das ist nice. Ich konnte auch meine ganzen Schließkassetten von der Bank öffnen. Da waren unter anderem ein paar Heiltränke drin. Und ganz viele Schurkenmats sind in den Schließkassetten drin. Was man so braucht, weißt du, für Gifte herstellen etc. pp. Das ist cool. Das ist sehr cool, ja. Kann man die Alu essen? Ich glaube durch die Zelte. Aber nicht durch die Palmen. Die möchte nicht. Die Dame. Nee. Genau, ja. Und freust du dich schon auf PC Release, Muni? Ja. Auf jeden Fall. Ein Datum wäre halt mal schön, ne? Ah, da können wir auch drüber sprechen. Also es gibt ja kein Datum, aber man kann ja spekulieren. Ich sage, sobald wir das Datum haben von der neuen Final Fantasy 14 Expansion, haben wir auch plus minus eine Woche das Datum für Burning Crusade. Hä? Weil das Muster hat sich abgezeichnet in den letzten Jahren, dass Blizzard immer, wenn Final Fantasy eine Dings rausbringt, eine Expansion, dass sie dann auch was rausbringen. Oh. Und wann bringt Final Fantasy seine Expansion raus? Herbst 2021. Aber genaueres wissen wir da auch noch nicht. Aber ich denke, dass wir zuerst dafür ein Datum kriegen werden, für Final Fantasy Expansion und dann für Burning Crusade. Bin ich mir fast sicher. Das ist meine Prediction. Also mit der Prediction würde ich nicht beginnen, Muni. Ah, sondern? Ich glaube, also ich... Also wenn sie das mit Herbst machen würden, ich würde es sehr, 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 sehr schlecht finden. Also ich glaube, dass es echt schon demnächst rauskommt, soon, Mai. Nee. Jetzt kommst du wieder mit der Beta und hin und her, aber das sag ich, I don't give a fuck auf a fucking Beta von einem Spiel, das wo damals 2006 released worden ist oder 2007. Da brauchst du eine Beta. Natürlich brauchst du eine Beta. Das ist doch neu aufgesetzt. Du musst doch gucken, ob alles funktioniert und Bugs fixen. Das muss doch trotzdem entwickelt und gecodet werden. Die klatschen ja nicht das Spiel von... Nee, haben sie nicht. Die haben halt den Grundcode. Aber die müssen das ja alles anpassen jetzt an die moderne Technik und so. Also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das... Also wenn das so spät kommt, ich glaube, das ist eine Kniesehne für die. Na, ich glaube schon. Oh, ich höre dich wieder nicht. Echt nicht? Hallo? Aber jetzt höre ich dich wieder. Okay, ja. Also das... Also so Herbst oder sowas, das wäre halt, das wäre maximal lost. Weil, das ist immer sowas, wo ich nie verstehen kann. Ich würde es dann, wenn dann cool finden, so im Dezember Release. Das ist ja noch später. Ja. Aber warum ne? Also, ich habe das damals schon echt kacke gefunden. Im Sommer, im Höchstsommer, da wo es draußen was machen kannst, dass da immer Spiele releasen. Naja. Findest nett? Ach Quatsch. Wer spielen will, spielt's trotzdem. Ja eben, aber ich glaube, du könntest noch mehr Leute abgreifen, wenn es ein bisschen kühler ist und. Ich glaube, dass Burning Crusade es gar nicht nötig hat, to be honest. Ich glaube, das werden noch viel mehr Leute spielen als Classic. Ja, das auf jeden Fall. Und das Classic war ja schon jetzt sehr erfolgreich. Ja. Allein weil du, ich meine, weißt du, Burning Crusade, damals, wenn man sich diese Spielerentwicklung anguckt, ne, die bei Wrath of the Lich King war sie ja am höchsten, mit den, was, 12 Millionen oder was? Genau. Aber Burning Crusade, da ging es ja auch schon steil nach oben. Das heißt, mehr Leute kennen das, haben Nostalgie, wollen es ausprobieren. Mhm. Dann kommt noch der Boost dazu,
In Klasse konntest du ja keinen Boost machen auf 60. Ne? Das heißt, wenn du die Raids nochmal erleben wolltest, dann musstest du halt wirklich leveln. Und viele haben heutzutage nicht mehr Zeit dafür, einen Char komplett hochzuleveln oder mehrere. Und wenn du bei Burning Crusade wirklich den 58er Boost hast, einmal pro Account, das wird so viele Leute anlocken, die da einfach mal sich einen Char hochknallen, kurz auf 70 ballern und dann mal wieder spielen wollen. Ich glaube, das wird insane, wie viel da los sein wird. Okay, du musst sagen, diese 10 Level, die dauern echt nicht lang. Ja, die gehen rein. Also die hast du in 2 Tagen durch. Hm. Also wenn du Hardcore spielst, ohne 4 Stunden Disconnects, wie es bei Classic war. Schön geil Zanga marschen, alle Quests machen und dann abgeben. Oh. Hm. Das wird so also geil. Das könnten wir uns schon sehr, sehr gut vorstellen. Ja, da gebe ich dir recht. Aber dann können wir gleich mal über ein anderes Thema sprechen, wo du es angesprochen hast. Oh. Aber ich bin Infight. Von wem denn? Von dem einen, der backt da rum, da unten. Ach so. Ich dachte, ich hatte ihn gar nicht. Ich glaube, du könntest den sogar einfach stehen lassen. Der moved nicht, oder? Entkommt er? Nein, der hat mir mit der Flinte drauf geschossen. Also, was für ein Assi. Ja. Thema Boost. Deine Preisspekulation. Was es kosten wird, dieser 58er Boost? Ja. Ich glaube, warte mal, was kostet der aktuelle im Retail? Was kostet der? Oh, ich glaube 60 Euro. Haben wir hier schon den Shop-Button? Nee, haben wir nicht. Nee, aber ich schaue gerade in den Shop rein. Ich glaube auch 60 Euro kostet der normale, gell? Wo haben wir es denn hier? Spiele für dich empfohlen. Pakete, Dienste sind es, ne? Ja, 60 Euro. Ja. Ja. 60 Euro. Ich glaube, dann machen sie es vielleicht auf 40. Oder 35 oder so. Meinst du wirklich? Ja. Dass sie günstiger gehen? Ja. Oder halt auch 60, aber ich denke nicht, dass sie teurer gehen. Okay. Meine Spekulation sind 99 Euro. Na, ach Quatsch. Schau mal hier rein, diese Kiste. Ja, jetzt überlege mal, du hast in 10 Stunden einen Char auf 120 Muni. Ja, aber das ist doch was ganz anderes. Du kannst das jetzt nicht vergleichen. Das ist doch Retail. Ja. Es gibt keine 120 Level mehr, Fuxi, by the way. Ja, richtig. Aber die Zeit, was du halt einfach investieren müsstest, um halt eben einen Level 60er Char oder Level 58er Char zu bekommen, ist in meinen Augen viel, viel krasser, als einen 120er Char zu bekommen. Ja, ist länger, natürlich. Richtig, genau. Aber dadurch machen sie den Boost nicht teurer. Das glaube ich nicht. Wenn, dann bleibt es bei 60. Ich würde sogar eher sagen, sie machen ihn günstiger. Okay. Hm. Ah, 99, das wird kein Mensch blechen. Never ever. Also, es wird bestimmt Menschen geben, die es blechen, aber nicht die breite Masse. Ich glaube, da würden sie sich selber ins Knie schießen mit. Weiß nicht. Oh, hier ist Respawn. Ja, mal gucken. Ich bin sehr, sehr gespannt. Yeah. Aber natürlich muss man sagen, umso länger, dass sie den Release nur so geheim halten und wir noch nicht wissen, wann es ist, umso mehr Zeit haben wir nur auf Level 60 zu kommen. So ist es. Oh, und das führt uns jetzt auch... Oh, das ist perfekt heute, wie wir das machen, Fuxi. Das führt uns zum nächsten Thema. Wir wollten jetzt mal von euch was wissen, liebe Zuschauer. Und zwar hatten wir eine Idee. Das ist wirklich nur eine Idee. Da kommt es jetzt ein bisschen auf eure Meinung an. Deshalb schreibt bitte eure Meinung auch dazu in die Kommentare. Wir haben uns überlegt, wir wollen ja, wenn Burning Crusade rauskommt, würden wir am liebsten diese Levelreihe fortsetzen in Burning Crusade. Aber halt zeitnah. Also nicht, dass Burning Crusade rauskommt und wir sind erst Level 50 und müssen dann noch ein halbes Jahr auf 60 leveln oder was auch immer. Mhm. Jetzt haben wir uns überlegt, was ihr davon halten würdet, wenn wir das Ganze so machen, wie das aktuell bei Valheim läuft auf meinem Kanal. Dass der Fuxi und ich einfach im Livestream zusammen hier diese Levelreihe fortsetzen. Dadurch könnten wir in der Woche mehr aufnehmen, ne, in Anführungszeichen, durch den Livestream, weil wir halt abends das Ganze dann machen könnten.
Aber ihr hättet halt in dem Let's Play hier auf YouTube, hättet ihr dann auch die ganzen Alerts drin, ne? Follower oder Subs, Resubs oder was auch immer. Und es wäre halt ein bisschen gröber geschnitten, höchstwahrscheinlich. Wäre halt ein bisschen ein anderes Format, wie dieses jetzt speziell aufgenommene Let's Play. Dadurch wird man halt schneller vorankommen. Das ist jetzt die Frage, was ihr davon haltet. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe mir da auch ein paar Meinungen dazu gemacht, Muni, und ein paar Gedanken. Ja. Ich habe mir gedacht, was würdest du denn, oder jetzt einfach nur mal so rein spekulativ, wie würdest du das jetzt so mal von deiner Seite sehen, wenn du jetzt mal wirklich zocken würdest, was denkst du, wie viel Zeit, dass wir nur brauchen, auf Level 60 zu kommen? Ohne Rücksicht auf genau, wenn wir jetzt wirklich einfach jetzt sagen würden, hey, pass auf, wir zocken jetzt einfach so offstream. Was weiß ich. Na, wenn wir einfach so zocken würden, brauchen wir nicht mehr lang. Wir sind ja schon 44. Mhm. Weißt du, wenn man mal einen Abend hinsitzt, ne? 3-4 Stunden. Ich meine, überleg mal, was wir in der Woche schaffen mit unseren 1,5 Stunden. Ja. Wir kommen ja schon weit. Wir machen immer ein halbes Level, wir machen einige Quests oder so in der Woche. Wenn du das halt an einem Abend hast oder doppelt so viel oder noch ein bisschen mehr, da kommt schon gut voran. Ja. Vor allem, weil wir zu zweit sind und reinböllern können. Das habe ich mir nämlich gedacht, ja. Weil ich mir nämlich dachte, wir könnten ja einfach rein theoretisch so weitermachen, wie wir das jetzt machen. Und wenn es dann irgendwie heißt, da und da kommt es raus, dass wir einfach dann machen, dann würden wir es halt im Stream machen, weißt du? Ja, das ist ja genau das, was wir jetzt gefragt haben, die Leute. Ach so, okay. Ob wir es im Stream dann machen, als Let's Play, als was? Ja, für mich hat sich das jetzt gerade so angehört, so, hey Leute, habt ihr Lust, dass wir das ab sofort umsetzen, so wie Valheim? Ach so, nee, nicht ab sofort. Wenn wir halt wissen, wenn Burning Crusade rauskommt, okay, und wenn wir abschätzen können, dass es eng wird. Ja, ja. Dann haben wir jetzt aneinander vorbeigeredet. Ja, aber es passt ja. Kommt ja aufs Gleiche raus. Ja. Hast du eigentlich alle Hüte? 17 von 20. Okay. Ich krieg hier schon wieder Plunderkisten, Alter. Ist so geil. Da haben wir noch gar keine bekommen. Ich glaube, die kriege ich übers Schloss knacken, weißt du? Ich glaube, die kriegst du gar nicht. Ah. Ich knack die gerade mal kurz. Oh boy. Ja. Knack hast du mehrere Mobs oder was? Nee, einen. Okay. Am Piraten. Ja. Aber es wird so oft gefragt, was spielst du zu Burning Crusade und hin und her, und ich bin da so unentschlossen, ich sag's dir. Ja. Das ist so schwierig. Das Einzige, was ich dir sagen kann, auf was ich richtig Lust habe, das ist einfach mit dir, mit dem Schurken im BG zusammen und irgendwelche Leute zu verarschen. Das wäre toll. Das ist wirklich das, auf was ich richtig Lust hätte. Geil. Ich habe die Schatzkarte komplett. Ich habe gerade Dings gekriegt. Oh, das nice. Untere Kartenfragment war in meinem Dings drin, in so einer Kiste. Ich habe... Habe ich die überhaupt noch? Ne, ich habe dir ja meine gegeben, Muni, ne? Du hast mir eine gegeben, ja. Ja. Oh, ich habe noch mal ein oberes, warte. Ja, bitte. Die kommen gut raus aus den Kisten gerade. Nee, ich habe sonst keins mehr. Naja, die kriegen wir noch mal zusammen bestimmt. Oh, steht hier schon respawn? Ich habe den einen. Gut. Na, der andere kommt gar nicht, guck. Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall auf Burning Crusade wieder. Ja. Lustiges Erlebnis, spaßig. Das wird schön. Und ich denke einmal, ich denke übrigens, dass sie Wotlika auch noch rausbringen. Ja, ich glaube auch. Bis Cataclysm, ne? Bis die Welt quasi zerstört wurde. Genau. Und das ist ja das, was wir heutzutage in Retail auch noch haben. Die zerstörte Welt. Von daher, es wird Sinn machen bis Wrath of the Lich King. Ja. Glaubst du eigentlich, dass Wrath of the Lich King beliebter war als DC? Na, die Abo-Zahlen sprechen dafür. Mhm. Aber es gibt viele Leute, für die ist halt Wrath of the Lich King der Anfang vom Ende gewesen.
weil da eben diese automatische Gruppensuche und so reinkam, weißt du, was diesen ganzen Community-Aspekt ein bisschen zerstört hat. Ja. Und auch die Dungeons leichter wurden und zu raiden und so. Andererseits gab es halt in Wrath of Lich King auch echt tolle Sachen. So Ulduar Hard Mode zum Beispiel fand ich ganz nice. Das war cool, ja. Der ICC war schon geil. Also da kannst du sagen, was du willst. Ah ja, ich meine die Blinks Raid bis heute. War auch die schönste Zeit in WoW, so mit der Gilde und allem. Ist München, ne? Oder Mondchen? München, ja. Ich hab, by the way, auch wieder hier Dingsattrappen gemacht, Spottattrappen und so, Fuxi. Nice. Bin wieder voll stacked. Buffhut habe ich gemacht und Verbände und alles. Das ist nice, Muni. Fleißig, fleißig. Je, je, je. Ja, ich sehe dich nicht. Jetzt sind wir ganz oft abends, ne? Wie wir Klassik spielen. Siehst du mich als, oder was? Ja. Ja, es hat mir wieder so ein bisschen gepackt. Ich mache auch ein bisschen Vorbereitungen, kaufe ein paar Rezepte und Mats und so, weißt du, für Burning Crusade. Ja, ich müsste mich da einmal ein bisschen dran wagen. Sagen wir es mal so. Vor allem, was ich halt mit dem Gold noch mache und hin und her und ach. Ja. Das ist auch so ein schwieriges Thema. Oder wir müssen irgendwas Tolles einfallen. Ja, und ansonsten, Muni, gibt es sonst irgendwelche Änderungen oder irgendwelche News? Nichts, was mit dem Game zu tun hat. Oh lol, der hat mich gesehen. Ja. Ich habe gestern, also ich habe ja so mit Schimmel Probleme gehabt an der Wand hinter mir da, die letzten paar Tage. Das ist jetzt alles beseitigt und desinfiziert und imprägniert und kann ich jetzt weitermachen mit meinem Frühjahrsputz. Da ist mir das ja überhaupt erst aufgefallen. Aber ich bin zurzeit so im, wie soll ich das sagen, im Frühjahrsputzmodus. Ich tue alles umstellen, ein bisschen aufräumen, weil ich alles richtig schön sauber machen mal wieder. Das macht mir gerade echt Spaß. Fühlt man sich viel wohler in der eigenen Butze. Ja, da bin ich momentan auch ein bisschen dran, muss ich sagen. Und gestern habe ich so einen Tag gemacht, da habe ich Sachen repariert. Weißt du, ich weiß nicht, kennst du den Kliman vom Klimansland? Finn Kliman? Nee. Der macht immer einmal im Jahr auf seinem YouTube-Kanal macht er ein Video. Das heißt, mach deine Scheiße-Tag. Immer im Februar ist das. Und das macht er seit 5 oder 6 Jahren. Und da erledigt er halt den ganzen Scheiß, wo du sonst keinen Bock hast, unterm Jahr das zu machen. Weißt du, irgendwelche kleinen, nervigen Reparaturen oder halt mal so was auf den Sperrmüll fahren. Weißt du, einfach so Dreck, wo du keinen Bock drauf hast normalerweise. Und das habe ich gestern gemacht. Und ich habe echt einiges hingekriegt so. Nice. Ich habe zum Beispiel nach über 2 Jahren habe ich meine Haustürklingel repariert. Das heißt, ich muss jetzt nicht immer aus dem Fenster schauen, wie so ein Psycho, wenn ein Lieferwagen kommt, sondern ich kann einfach warten, ob es bei mir klingelt. Ja. Ich habe halt schon 3-mal probiert, die zu reparieren und habe es nie hingekriegt, weißt? Aber gestern habe ich dann einfach gedacht, fuck this shit, heute kriege ich das jetzt hin. Und dann habe ich einfach auf YouTube ein Video gesucht, weißt, nach der Klingel. Mhm. Und ich habe zwar nicht die gefunden, aber eine ähnliche. Und der hat die einfach halt aufgebaut. Das war so ein Installationsvideo, wie man die Klingel anbringt. Und das habe ich so angeschaut, habe mich so reinversetzt so, ne? Und dann ist mir aufgefallen, ha ja, das könnte der Fehler sein. Und dann habe ich's auseinandergesetzt. Was war letztes Endes ist der Fehler? Der Fehler war, pass auf, ich habe eine Funkklingel, ja? Ja. Das heißt, die ist nicht verdrahtet oder irgendwas. Bei mir hier steht auf dem Tisch steht die Klingel und draußen an der Wand ist so ein Taster, ne, der die Klingel selber angeschraubt. Wait. Eine Funkklingel? Ja. Wie weit ist da die Range, Muni? Ich glaube so 20, 25 Meter oder so. Oha, oh, das ist nice, okay. Ja, das ist sehr nice. Und das Problem war, wenn man draußen auf den Taster gedrückt hat, hat sie einfach nicht geklingelt, ne? So, und das kann ja erstmal an ganz vielen Dingen liegen. Ich nehme den Troll, oder? Ah, ne, du hast den Troll.
ja. Ich nehme den anderen. Ich habe natürlich bei mir das Ding auf dem Tisch, habe ich erstmal untersucht und habe die neuen Batterien reingesetzt, gell? Und habe alles getestet und das ging. Es hat, weißt du, Testklingeltöne abgespielt und alles. Und dann habe ich gedacht, na, dann muss es draußen am Taster liegen, gell? Und ich habe mir den Taster angeschaut. Und ich habe ihn mir nochmal angeschaut. Und ich habe den nicht auseinandergekriegt, weil da war nirgends eine Schraube zu sehen. Es war einfach keine da, wo ich das hätte abschrauben und, weißt du, gucken können. Und dann habe ich dieses YouTube-Video geschaut. Und der hat beim Aufbauen, hat er den Trick gezeigt, wie man das aufkriegt. Und den Trick habe ich dann angewandt. Das ist nämlich... Das war wahrscheinlich bloß zusammenklemmt, oder? Das Klingelschild, wo der Name drin steht. Ja. Das ist so drauf gesteckt, da muss man mit dem Schraubenzieher dahinter und es ablösen. Ah. Und da drunter sind die Schrauben versteckt, dass man das Ganze ablösen kann. Und das habe ich dann gemacht und dann habe ich gesehen, dass die Knopfbatterie, die da drin war, die hatte so einen kleinen Brandfleck. Also die ist wohl, ich weiß nicht, durchgebrannt oder irgendwas oder leer gegangen oder whatever. Und dann habe ich die ausgetauscht und dann ging es wieder. Nice. Yeah. Aber da fühlt man sich immer gut, wenn man dann sowas geschafft hat. Ja, vor allem, weißt du, das habe ich dann erledigt und dann habe ich das Gerät, was hier im Hintergrund steht, was Janis mir gemacht hat, dieses Moonbuns World, das sieht man jetzt schlecht hier, was hier die Farbe wechselt, Moonbuns World Logo und Schriftzug, was die Farbe wechselt, das war auch kaputt. Da habe ich mir bei Amazon die Woche mal ein neues Ding bestellt gehabt, einen neuen Sockel, dass das wieder schön leuchtet, weil er hat sich ja schon Mühe gegeben. Und dann wollte ich das ein bisschen reparieren und... Eben gestern habe ich dann den Schrank wieder aufgehängt, nachdem der Schimmel an der Wand jetzt weg war und getrocknet ist und alles. Und dann konnte ich den wieder einräumen. Das ist alles so, weißt du, gutes Gefühl einfach, wenn alles wieder schön wird und funktioniert und so. Das stimmt, ja. Aber das mit der Dusche. Wie bitte? Ja, ich wollte noch an der Dusche. Die habe ich schon ewig. Ich habe so eine riesen Dusche, so eine begehbare. Die kenn ich, ja. Ich bin fertig mit den Hüten, by the way. Okay, sehr gut. Da sind unten, weißt du, ist ja so eine Gummiabdichtung dran, ne? Und die habe ich halt noch nie ausgewechselt, seit ich die Dusche habe. Und ich habe die ja schon wirklich ewig lang damals mal so neue Abdichtungen bestellt, dass wir die mal drauf machen, dass das auch wieder schön aussieht und so. Lauter solche Sachen halt. Alles gut. Ich habe kein unteres Fragment jetzt, Muni. Ist das schlimm? Mittleres Hasch? Ja. Warte, ich habe noch zwei Boxen. Wenn wir Glück haben, kriegen wir ein unteres. Ansonsten kannst du auch aus dem Auktionshaus kaufen. Ich knack die mal kurz. Ah, ich habe noch mal ein oberes rausgezogen. Scheiße. That's not good. Dann lass mich dir was... Dann lass ich dir wenigstens das obere nochmal geben. Dann kannst du das dann ins AHA reinstellen. Dann hast du die Kosten wieder raus. Ah ja, okay. Das mit dieser Funkklingel, das interessiert mich. Da muss ich ja später mal nochmal aufnehmen. Weil ich brauche nämlich auch noch eine Klingel. Ah ja, das ist ganz easy. Unbedingt. Ja. Weil die eine Klingel, die geht halt nur bis zum... Also... Das Klingelding ist halt irgendwie kaputt. Also unten, also die normalen Klingeln gehen halt eben, aber die eigentliche Klingel, die wo ich dann hier oben für Studio halt eben gern hätte, das ging halt eben nicht so. Und das war da vor, also ganz, ganz vorne war eben bloß dieses Signal und ich hätte es gerne hier bei mir hinten. Aber ja. Ja. Das kannst du dann hinstellen, wo du möchtest. Ich weiß halt nicht, wie die Reichweite ist von unten bis zu dir hoch, weißt du? Müsste schauen. Müsste schon durch ein paar Stockwerke gehen, gell? Naja, drei Stück. Muss halt ausprobieren, ne? Eine Frage, easy. Ja, nice, okay, das ist cool. So, dann gehen wir abgeben. Easy. Haben wir endlich die Hüte-Quest fertig, nice. Das stimmt, ja. Sind wir fertig bei den Piraten. Es gibt noch auf dem Schiff bei den Piraten, gibt es halt noch die eine Quest, die du hast, aber die habe ich nicht. Voll scheiße. Ja, du hast doch diesen, weißt du, diesen Schiffsplan, Fahrplan. Ja. Hast du den schon abgegeben? Nee. Wo musst du den abgeben? Lass ich mal schnell schauen. Ich glaube oben hier, gell? Nee, ich hab, in diesem Quest-Ding, da steht alles mit einer 1 Muni.
Ja, wahrscheinlich hast du nicht angenommen. Das kann gut sein. Ich baue hier gerade mal Eisen ab kurz. Wie heißt die Quest? Ich glaube, das waren Schiffspläne oder Fahrpläne oder sowas. Ich habe einen Bibliothekschein. Ach so, starte den Quest erst ab 45. Ah, okay. Den Bibliotheksschein hast du noch? Ja, hast du gesagt, den brauchen wir noch. Nee, den kannst du wegmachen. Oh lol. Ja, ich schmeiß es da nichts mehr weg. Nicht, dass ich die Ärger bekomme. Ja, okay, gut. Ist schon richtig so. Ja, ja. Ah, ja. Für den kriegst du 19 Kupfer, wenn du den abgibst in der Bibliothek in Sturmwind, aber. Nice. Und ein graues Buch, aber das bringt uns gar nichts halt. Nee. Ja, ja, ja. Aber. Glatt eine halbe Stunde, ne? Ja. Müssen wir die Hüte eigentlich hier abgeben? Ich glaube, vernet, oder? Ich bin jetzt hierher geritten, weil ich dachte, wir müssen hier deine Fahrpläne abgeben. Aber die. Aber doch, da vorne sind sie. Ja, Piratenhüte, ahoi. Bei der Modeschöpferin, hallo. Alter. Quest beenden. Nice. Sonst haben wir ja alles angenommen. Ja. Okay, dann machen wir hier Schluss für die EP. Mach mal. Und sehen uns wieder am Mittwoch. Vielen Dank fürs Reinschauen. Guys, denkt dran, was wir euch gefragt haben. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Und dann sehen wir uns, gell? Bin der Muni. Ich bin der Fuchsi. Und wir sind raus. Ciao, ciao. Macht es gut. Tschüssi.